heute mache ich mit euch Tiroler Speckknödel, wie sie meine Oma immer gemacht hat. Ich probiere es zumindest so bei meiner Oma. So, da habe ich ein bisschen Milch aufgekocht, das sind 200 ml. Da haben wir 350 Gramm Knödelbrot, das schütten wir jetzt einfach drauf. Und jetzt löse ich ganz langsam 250 Gramm Speckwürfel und 250 Gramm Zwiebel, das sind ungefähr 2 Zwiebeln. Langsam angeschwitzt, das geben wir jetzt mal alles drauf. Zack. So, dann geben wir noch ein bisschen Petersilie mit drauf, frisch gehackte. Und ich habe mir jahrelang überlegt, wie hat meine Oma eigentlich die Knödel immer so gut hergekriegt. Und jetzt bin ich endlich drauf gekommen, sie hat immer ein bisschen Salami mit dran gemacht, weil immer ein bisschen was noch im Kühlschrank drin war. Da habe ich sehr, sehr lange gebraucht, bis ich dieses Geheimnis erraten habe, weil sie hat es mir leider nicht verraten. So, die geben wir drauf. Dann geben wir 4 Eier mit drauf. Ein bisschen Pfeffer. Ich benutze da immer meinen Pfeffer. Je nach Speck ein bisschen Salz. Und dann noch mal ein Spezialtrick. Ein guter Esslöffel Butter. So, jetzt ist es wichtig, ganz schnell rühren, damit es eine dann anfängt zu stocken. Da kann man ruhig ein bisschen Kraft mit verwenden. So, jetzt lassen wir die Masse, die haben wir jetzt super umgerührt. Jetzt müssen wir sie so ungefähr 20 bis 30 Minuten ziehen lassen. Ein bisschen Folie drauf, drücken das an, stellen es auf den Balkon oder natürlich in den Kühlschrank, wenn es draußen zu warm ist. So, jetzt haben wir sie 30 Minuten rasten gelassen, die Masse, und jetzt drehen wir sie ab. Ich drehe sie eigentlich immer Golfball groß ab. Wichtig ist dafür ein paar angefeuchtete Hände benutzen, weil dann geht es eigentlich schneller und dann hat man das ratzfatz fertig. So, und jetzt lassen wir sie noch 15 Minuten rasten. Das ist ein kleiner Trick von mir und dann finde ich, ist der Biss ziemlich cool. 15 Minuten sind endlich vorbei. Ich habe schon ein bisschen Wasser aufgestellt und dann habe ich noch eine Kelle Rindsbrühe mit dazu gemacht, weil ich glaube, dann kriegt der Knödel einfach ein bisschen mehr Geschmack. Mein Trick dabei ist immer noch, 2-3 Reiber von einer Muskatnuss, weil so der Geschmack natürlich ein bisschen besser wird und das Wasser ist natürlich schon ein bisschen angesalzen. Dann gebe ich noch immer ein Lorbeerblatt mit rein und dann kommen die Knödel eigentlich schon rein. Und die lassen wir jetzt beim köchelten Wasser 10 bis 12 Minuten tanzen. So, wenn die Knödel oben anfangen zu tanzen, sind sie fertig. Ich serviere sie am liebsten mit einer guten Rindsuppe und mit ganz, ganz viel Schnittlauch. Fast so gut wie bei der Oma.